gerade bei den Disziplinen oder bei den Ausschreibungen sind. Ihr habt ja, es gab vor uns so einen Schlauen, der hat mal ausgerechnet, wie viele Kombinationen denn jetzt das ganze Regelwerk an möglichen Wertungsdisziplinen abgebildet bekommt. Nein, bitte nicht 244 Divisions ausschreiben, das macht keinen Sinn. In der Regel wird es so sein, dass man irgendwas so um die 10, einschließlich den Kombidisziplinen, ausgeschrieben hat. Das ist das, was Tilman gerade im grünen Bereich bei euch in den Büchern, in den grauen Bereich zu sehen ist, weil ihr eigentlich bei so einer Veranstaltung ja eine Masse von Schützen ansprechen wollt und nicht den Superindividualisten, der im Zweifelsfall in seiner Wertungsklasse auch noch ganz alleine unterwegs ist. Ja. Um dann also, auf der Siegerehrung freies Mittagessen zu kriegen. Genau so ist es, um dann auch noch der Erste zu sein. Genau. Also dort immer, gerade auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in der Bedarfsanalyse einfach mal schauen, wen habt ihr klassisch bei euch im Verein da, wen wollt ihr ansprechen, na? Wie ist das lokal vielleicht auch organisiert, gerade wenn ihr euch, wenn ihr eingemietete Vereine sind, da gibt es ja meistens jemanden, dem der Stand auch gehört, wo man sagt, man kann vielleicht sowas gemeinsam machen, auch da testet mal ab. Wer ist denn da in welcher Division so unterwegs? Für alle, die IPST schießen, ist das relativ einfach, weil die haben ihre 3, 4, 5 Klassen und daraus ergibt sich runtergerechnet im Speedstil nur noch 2, ja, also entweder Standard oder Open. Und in dem Moment wird es wahrscheinlich nie dazu kommen, dass das gesamte Regelwerk, was jetzt hier mal als die mögliche Obergrenze mal aufgezeigt ist, dann in einer Ausschreibung entweder macht oder das vorfinden werden. Ich habe noch